Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Möchtest du Medizin studieren? Hast du dich vielleicht sogar schon beworben? Oder hast am Ende schon deinen Studienplatz und bald geht's los? Und ja, möchtest du wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig. Ich teile nämlich heute mit dir 6 Dinge, die dich in deinem Medizinstudium erwarten werden. Punkt Nummer 1. Im Medizinstudium erwarten dich einige Pflichtveranstaltungen. Viel mehr als wahrscheinlich in anderen Studiengängen. Und ja, das Medizinstudium ist ziemlich verschult. Also ich kann nicht genau beurteilen, wie das ist in den neueren Modellstudiengängen. Ich habe noch so diesen klassischen Studiengang durchlaufen bis zum Staatsexamen. Und der jedenfalls, der war ziemlich verschult. Es gibt viele Pflichtsachen, die man einfach absolvieren muss, wo man seine Unterschriften holen muss. Und ja, nebenher gibt es natürlich noch Vorlesungen. Da kann man sich aussuchen, ob man hingehen möchte oder nicht. Das ist keine Pflichtveranstaltung. Und ja, insgesamt sind es aber viel weniger Pflichtsachen als in der Schule. Das ist die gute Nachricht. Also ja, in der Schule, da hatte man natürlich jeden Tag pflichtmäßig Unterricht und das ist im Studium nicht so. Also da ist es auf jeden Fall, da hast du viel mehr Freiräume in deinem Stundenplan, in deiner Woche. Die zweite Sache, die dich erwartet in deinem Medizinstudium, ist der PrEP-Kurs. Vielleicht hast du da schon so Vorstellungen, vielleicht krummelt dir da schon der Magen, wenn du dran denkst und bist dir nicht so sicher, wie das wird. Ja, der Präparierkurs, der ist ja ziemlich bekannt, auch unter Nichtmedizinern. Und beim Präparierkurs lernt man die Anatomie an menschlichen Leichen, indem man diese Leichen präpariert, also Schicht für Schicht abträgt. Und dadurch werden dann die ganzen anatomischen Strukturen sichtbar, wie zum Beispiel Muskeln, Nerven, Arterien. Und man kann es wirklich ja, im Real Life sozusagen lernen. Und meiner Ansicht nach ist es ein Riesengeschenk. Es ist eine einmalige Gelegenheit, die man sonst nicht bekommt. Und ich kann es total verstehen, wenn du Bammel davor hast. Es ging mir genauso, es ging wahrscheinlich fast jedem so. Und ja, ich kann dir sagen, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und wenn du jetzt denkst, soll ich Medizin studieren oder nicht? Und überlegst, es nicht zu tun, nur wegen dem PrEP-Kurs, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, tu das nicht. Ich habe wirklich keinen erlebt, für den das dauerhaft ein großes Problem war. Also letztendlich haben wir uns alle daran gewöhnt und ich mache da auch nochmal ein extra Video dazu zum PrEP-Kurs, wenn dich das interessiert. Und es ist nichts, wovor du Angst haben musst, sondern ja, vielleicht kannst du dich eher darauf freuen. Es ist wirklich mega spannend. Die dritte Sache, die dich in deinem Medizinstudium erwarten wird, ist viel zu lernen. Im Medizinstudium gibt es einfach so viel auswendig zu lernen, gerade in der Vorklinik. Ja, muss man einmal den menschlichen Körper auswendig lernen, so ungefähr. Also die Anatomie, die ganze Physiologie, die physiologischen Abläufe, die Biochemie, die Stoffwechselwege im Detail. Und ja, das ist was, was dich erwartet, dass du, wenn du dein Medizinstudium jetzt demnächst vielleicht beginnst, dass du in den nächsten Jahren viel auswendig lernen wirst. Wenn mich damals jemand gefragt hat, boah, Medizin, ist es nicht schwer, das Studium? Da war meine Antwort dann meistens, es ist eigentlich jetzt gar nicht so kompliziert, es ist einfach nur so viel zu lernen. Also das war ja für mich das Hauptproblem sozusagen, dass es einfach so eine Stoffmenge ist. Und ja, aber es ist auch nicht schlecht, es ist wahnsinnig interessant, der Stoff. Und vielleicht kannst du da auch mit so einem neugierigen Blick hingucken und ja, dir so eine Faszination wahren, wenn du die ganzen Sachen lernst. Also ja, ich war dann zum Teil wirklich fasziniert, wie genial unser Körper ist. Die vierte Sache, die dich erwartet im Medizinstudium ist, dass von dir erwartet wird, dass du die Sachen drauf hast und in der Prüfung wiedergeben kannst. Ja, manche nennen das Bulimie lernen, rein damit und dann wieder ausspucken in der Prüfung und ja, da ist nicht besonders viel Raum für Persönliches, für deine eigene Kreativität und manchmal kann das
echt nervig sein, wenn man die Sachen einfach ja, irgendwie reinbekommen muss und dann parat haben muss. An dieser Stelle möchte ich dir meinen Top-Lerntipp geben, und zwar lerne mit Gedächtnistechniken. Die beste Technik, die ich kenne, ist die Gedächtnispalast-Methode, auch Loki-Methode genannt. Wir haben ganz viele Videos dazu gemacht, wo wir erklären, wie das funktioniert, wie du das anwenden kannst in deinem Medizinstudium. Und ja, was ist das? Gedächtnispaläste sind Räume, in denen du dein Wissen ablegen kannst, ein Fakt der Reihe nach, und dann kannst du in Gedanken in der Prüfung wieder durchspazieren und dir nach und nach dein Wissen wieder pflücken, sozusagen. Und wenn du auch anfängst, Gedächtnispaläste zu bauen oder ja, mit ihnen zu lernen, wir haben auch Lernpakete, wo wir für dich Gedächtnispaläste schon gebaut haben und sozusagen auf dem Silbertablett servieren. Also wenn du anfängst, mit Gedächtnispalästen zu lernen, dann ist das auch eine Art, wie du Spaß in dein Lernen bringen kannst, wie du Kreativität reinbringen kannst, wie du dich selber austoben kannst. Und ja, also mir hat es total viel gebracht. Natürlich, weil man sich dann mal kreativ austoben kann und natürlich auch, weil man damit viel, viel effektiver lernen kann und nachhaltiger als mit dem klassischen Bulimie-Lernen. Die fünfte Sache, die dich im Medizinstudium erwartet, sind viele Prüfungen. Sehr viele Prüfungen. Und aber eigentlich wird mir das jetzt auch so im Nachhinein erst bewusst. Also ich bin schon fertig mit meinem Medizinstudium. Und es ist eigentlich während des Medizinstudiums gar nicht so schlimm. Es kommt halt am Ende jedes Semesters eine Klausurenphase. Das kann dann mal anstrengend werden. Da sind dann mal geballt Klausuren. Genau, aber insgesamt verteilt sich's schon. Also es ist nicht so, dass man ständig Prüfungen schreibt. Und dadurch, dass das Medizinstudium ja so einen langen Zeitraum dauert, kommt es einem auch gar nicht so viel vor, finde ich, wie es dann letztendlich tatsächlich war. Was dir aber auch bewusst sein sollte, ist, dass es schon einige knackige Prüfungen gibt, sage ich mal. Also ich denke ans Physikum. Ja, ich fand das die größte Hürde im Medizinstudium und ja, da musst du eben auf den Punkt alle Inhalte aus 2 Jahren im Kopf haben und das ist schon eine Herausforderung. Aber du schaffst es, da bin ich mir sicher. Die allermeisten schaffen es und ja, aber es kommt natürlich auch total darauf an, welchen Aufwand du betreibst und ja, ob du jetzt wirklich die 1 mit Sternchen haben möchtest oder ob es dir reicht, einfach durchzukommen. Da variiert es natürlich total, wie viel Aufwand du reinstecken musst und ja, ich möchte da gar keine Angst machen. Ich bin mir sicher, du schaffst das Physikum und wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne mal bei unseren Lernpaketen vorbeischauen. Wie gesagt, wir haben Gedächtnispaläste für dich gebaut und vielleicht lernst du damit um einiges leichter. So, nachdem die meisten Punkte ja jetzt eher nach viel Arbeit und Anstrengung geklungen haben, kommt jetzt noch der Punkt 6, der dich erwartet. Und zwar sind das ganz viele spannende Inhalte, die du lernen darfst. Ganz viele tolle Begegnungen, die du haben wirst mit spannenden Menschen. Und ja, du wirst neue Freunde kennenlernen, du wirst irgendwann Kontakt zu Patienten haben und ja, du wirst in deinem Medizinstudium auch persönlich wachsen. Und es ist insgesamt wirklich eine tolle Sache. Es ist spannend, es ist interessant, es ist faszinierend und vielleicht kannst du dir das auch immer mal so im Hinterkopf behalten, auch in den Phasen, wo es vielleicht anstrengend ist, dass du diese Begeisterung dir bewahrst. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich jetzt auf deinem Weg durch dein Medizinstudium begleiten darf und wenn du sagst, ja klar, ich kann Tipps wirklich gut gebrauchen, dann klick auf Abonnieren, drück auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos veröffentlichen und schreib uns gerne unter unserem Instagram-Post von heute, wie dir dieses Video gefallen hat, ob es dir weitergeholfen hat und ja, ich freue mich mit dir in Kontakt zu bleiben. Mach's gut und bis bald. Ciao!